Ist überhaupt überall Bio drin, wo Bio draufsteht? Das fragen wir uns natürlich auch. Trotzdem gibt es für uns genug Gründe, biologisch erzeugte Lebensmittel zu kaufen. Immer wieder gibt es Lebensmittelskandale. Ob es das Fleisch ist, was angeblich vom Rind kommt und dann doch vom Pferd, verseuchtes Hühnerfutter, Schweinepest, Vogelgrippe oder mit gefährlichen Erregern verseuchte Biosprossen. Biologisch erzeugte Lebensmittel werden, ob nun tierischen Ursprungs oder pflanzlichen Ursprungs, ohne Kunstdünger hergestellt. Außerdem darf kein gentechnisch verändertes Saatgut benutzt werden. Tiere, die in der ökologischen Landwirtschaft gehalten werden, dürfen zudem nicht mit Antibiotika oder nur in Ausnahmefällen mit Antibiotika behandelt werden. Außerdem dürfen die Tiere kein gentechnisch verändertes Futter bekommen. Jeder Betrieb, der ökologische Lebensmittel herstellt, muss biozertifiziert sein. Eine Überprüfung erfolgt am Anfang und dann mindestens einmal im Jahr. Auch hier gibt es sicherlich schwarze Schafe, aber in den meisten Fällen steht der Bauer, der ökologisch produziert, hinter seinen Produkten und teilt den ökologischen Grundgedanken. Tiere, die ökologisch aufgezogen werden, haben mehr Platz als konventionell aufgezogene Tiere, wobei in den meisten Fällen auch hier von Massentierhaltung gesprochen werden muss. Legehennen in Biobetrieben werden genauso in riesengroßen Gruppen gehalten, haben natürlich mehr Platz und meist auch die Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Aber trotzdem ist es in unseren Augen keine artgerechte Tierhaltung, wenn die Hennen in riesigen Gruppen gehalten werden. Trotzdem ist dies immer noch die bessere Alternative. Von Kunstdünger und künstlichem Stickstoff und all diesen ganzen Geschichten über Massen von Gülle halten wir natürlich nicht viel. Wir arbeiten mit Mulch und erzeugen ein gesundes Bodenleben. Das Unkraut bekämpfen wir natürlich mit der Hand. Das Schöne ist, dass der Rest bzw. das sogenannte Unkraut dann hochwertiges Hühnerfutter für unsere Hühner gleich darstellt. Da muss nichts totgespritzt werden. Das ist wertvollstes, frisches Futter für unsere Hühner. Das ist die beste Lösung, die man da eigentlich haben kann. Leider hat nicht jeder die Möglichkeit, selber Hühner zu halten. Doch wenn man die Möglichkeit hat, ist das ein super Start in die Selbstversorgung. Biologisch erzeugte Pflanzen dürfen nur mit dafür zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Meist wird dem Unkraut aber mechanisch zu Leibe gerückt. Dies hat natürlich einen deutlichen zeitlichen Mehraufwand zur Folge, was sich natürlich auch bei den Preisen für ökologisch erzeugte Lebensmittel bemerkbar macht. Durch die stetig wachsende Nachfrage an biologisch erzeugten Lebensmitteln und den immer größeren Wettbewerb sind die Preise für Bio-Lebensmittel mittlerweile moderat. Als Dank für das schöne Grünfutter legen die Hühner uns jeden Tag 9 bis 10 Eier. Also 10 Hühner haben wir ja und 9 Eier haben wir mindestens immer. Das europäische Standard-Bio-Siegel zeichnet biologisch erzeugte Lebensmittel aus. Daran erkennt man, dass die Lebensmittel mit den Minimalanforderungen an biologische Landwirtschaft hergestellt wurden. Zudem gibt es noch weitere Bio-Siegel, wie zum Beispiel Bioland, Naturland und Demeter. Daran erkennt man, dass hier noch verschärfte Auflagen für die Produktion der Lebensmittel zur Anwendung kommen. Und damit sich der Kreislauf schließt, benutzen wir natürlich die Einstreu aus dem Hühnerstall auch wieder für den Gemüsegarten als Dünger und als Mulch. Und ja, so schließt sich der Kreis wieder. Da natürlich nicht überall genau und jederzeit kontrolliert werden kann, gibt es natürlich auch bei biologisch produzierten Lebensmitteln Skandale. Zum Beispiel werden in Spanien Tomaten von Einwanderern produziert unter wirklich katastrophalen Bedingungen. Und zudem werden in Deutschland zu wenig Lebensmittel produziert und somit ist die Nachfrage höher und es muss viel importiert werden aus dem Ausland, was natürlich auch weite Frachtwege zur Folge hat und sich wiederum auch negativ auf den Preis auswirkt. Auch beim Umgang mit den Tieren sollte man sich besser genau informieren,
welche Methoden der Tierhaltung bei welchen Biosiegeln angewandt werden. Ja, jeder muss natürlich selber wissen, ob er Bio kauft oder Bio sich überhaupt leisten kann. Aber mittlerweile kostet Bio ja nicht mehr so viel mehr. Aber so wirklich Sinn macht es ja nur, die Bio-Lebensmittel zu kaufen, die auch zum Beispiel jetzt von Demeter oder Bioland sind, weil die wirklich sicher gut produziert sind und noch mehr überprüft werden. Jeder muss natürlich für sich im Kleinen anfangen und man muss sich die Frage stellen, warum sollte ich Bio-Lebensmittel kaufen? Erstmal habe ich festgestellt, dass mir die meisten Sachen einfach auch besser schmecken. Also die Grundprodukte sind einfach besser. Und zum anderen möchte ich natürlich nicht die konventionelle Landwirtschaft unterstützen. Das ist immer noch die beste Alternative, so viel wie möglich selber anzubauen. Aber was man nicht selber anbauen kann, kaufen wir zumindest immer in Bioqualität. Selbst auf der Fensterbank, wenn man keine andere Möglichkeit hat, lassen sich einige Sachen, wenn es nur Kräuter sind, selber anbauen. Biosaat kostet wirklich nicht viel Geld, da kann man sich Biosaat holen und dann ein bisschen was auf der Fensterbank anbauen. Das ist ein winziger kleiner Anfang. Aber wenn man Erfolg hat, hat man auch Spaß und erntet seine eigenen Lebensmittel. Bio ist keinesfalls ein Garant für einwandfreie Lebensmittel. Noch kann man sagen, dass Tiere aus biozertifizierten Betrieben immer gut gehalten wurden. Doch man kann sich ziemlich sicher sein, dass die Lebensmittel frei von Gentechnik sind. Alles, was man nicht selber produzieren kann, sollte man deswegen am besten in Bioqualität kaufen. Denn echte Langzeitstudien über die Auswirkungen von gentechnisch veränderten Lebensmitteln fehlen. Vielleicht sind ja die, die nicht Bio essen, die Langzeitstudie. Was andere als Unkraut bezeichnen würden und auch gerne wieder vielleicht Roundup drauf spritzen wollen, hier zum Beispiel die Gartenmelde, die benutzen wir nicht nur selber im Salat und in den grünen Säften, sondern hier die Saatstände, die lieben auch die Hühner total. Also dieser wilde Berg mit Unkraut ist auch gleichzeitig noch eine Bienenweide. Unzählige Insekten tummeln sich hier, Libellen, Schmetterlinge, Falter. Das ist ganz wertvoll, auch wilde Ecken im Garten stehen zu lassen und eben nicht alles kahl zu spritzen, nur damit man weniger zu tun hat auf den ersten Blick. Sondern eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie, ein Weg und ein Ziel. Viele Leute ruhen sich noch immer darauf aus, dass sie sagen, Bio ist Betrug und Bio ist auch nicht besser und das ist alles nur Schmuh und Augenwischerei. Das glauben wir nicht. Denn die meisten Leute, die sich mit Bio identifizieren können, die stehen auch dahinter und die haben auch das innere Bestreben, dass es für die Tiere besser wird und für die Umwelt. Und trotzdem glauben wir auch, dass man nur ganz sicher sein kann, was man kriegt, wenn man es selber anbaut, selber herstellt und alles selber macht. Oder so viel wie möglich. Alles kann man nicht selber machen. Wir können nicht nur da sitzen und warten, dass die Welt eine bessere wird. Die Firmen und die Industrie werden sich nicht von alleine ändern. Wir müssen aufhören, mit den Fingern auf andere zu zeigen, auch auf die Landwirte. Wir müssen anfangen, selber die Veränderungen vorzunehmen. Im Kleinen, auch im ganz Kleinen. Jeder hat bestimmte Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ob es nun der Blumentopf auf der Fensterbank ist oder das gemeinsame Projekt Schrebergarten für Leute, die vielleicht keinen eigenen Garten haben. Jeder kann etwas ändern. Lasst uns noch heute damit anfangen. Es hilft nicht, immer die Augen zu verschließen vor dem, was man eigentlich sehen sollte. Wer anfängt, Bio-Lebensmittel zu kaufen oder selber anzubauen, der bekommt einen ganz anderen Blick für ganz viele andere Dinge auch. Und die gesamte Einstellung ändert sich. Ganz nach dem Motto, selbst wenn wir wüssten, dass morgen die Welt untergeht, würden wir heute noch einen Apfelbaum pflanzen.